So, wir wollen jetzt mal hier so einen hier zähmen. Einen Carcharodontosaurus. Wer denkt sich solche Namen aus? Carcharodonto klingt eher wie eine Zahnpasta. Carcharodonto Forte, damit sie kraftvoll zubeißen können. Diese Dinge zähmt man passiv. Das sind die neuen Gigas, das heißt, ja, die lösen im Prinzip den Giganotosaurus ab hier auf der Map. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da am besten rankommen. Okay, es geht los. Was habe ich dabei? Ich habe dabei ein paar Schlafsäcke, Lederschlafsäcke. Ich habe keine Rüstung. Ich habe hier unten ein einfaches Schwert. Und ich habe hier vier Triceratopse mit, die ich gezähmt bzw. gezüchtet habe. So, wozu brauche ich das jetzt? Beim Carcharodontosaurus ist es so. Hier hat einer eine riesengroße Base hingebaut. Das ist ein bisschen lästig, weil ich muss jetzt mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Ja, beim Carcharodontosaurus ist es so, den muss man mit irgendwelchen Tieren anfüttern, die man zu ihm hinschleppt. Jetzt muss ich mal gucken, wo der abgeblieben ist. Der ist hier irgendwo hier unten hingewandert. Da ist er, jawohl, sehr gut. Hoffentlich hat er mich jetzt nicht entdeckt. So, ich gehe auf jeden Fall schon mal irgendwo hin, wo ich halbwegs sicher bin. Hier gibt es hier eine Menge Schafe und sowas, das ist gut. So, ich gehe jetzt erstmal hier in Sicherheit. So, was ich hier mache, so ganz ohne Rüstung, ich platziere mir hier so ein paar Schlafsäcke. Gerne auch ein paar mehr. Habe hier 8 Stück. Die sammle ich nachher wieder ein. So. Und ja, gut, er hat jetzt noch jede Menge Zeug. Jetzt soll ich mal ein paar Triceratopse hier lagern. Und einen nehme ich mal mit runter. Ach nee, nehme ich gleich mehrere. Mal in der Hoffnung, dass ich nicht gleich aufgefressen werde von dem Kerl. Ja, mal 2. So, jetzt brauchen wir nämlich Folgendes. Ich muss irgendwelche Kreaturen killen und die Kadaver dann da hinschleppen, damit er was zu fressen kriegt. So, jetzt darf ich nicht zu nahe rangehen. Das heißt, wir nehmen einmal hier so eine Triceratops. Nehmen mein Schwert. Mach den erstmal. So, der ist tot. Jetzt Körper ziehen. Jetzt ziehe ich den darüber zu diesem Carcharodontosaurus und hoffe, dass der mich jetzt nicht frisst. So, der wird irgendwann aufmerksam werden. Da läuft schon der Sapper aus dem Maul. Jetzt riecht er, jetzt lasse ich den Triceratops los und verschwinde hier ganz schnell. Und hoffe, ja, jetzt hat er den gefunden. Jetzt hat er ihn aufgefressen. Sehr gut. So, jetzt versuche ich ein bisschen Abstand zu kriegen, damit er mich nicht sieht. Das sieht gut aus. Ja, jetzt kommt der nächste Triceratops raus. Schlachten.
Und Körper ziehen. Habe ich ihn? Nee, ich habe ihn nicht. Körper ziehen. Klappt irgendwie nicht immer. Na komm, Körper ziehen. Funktioniert nicht. Och, komm, jetzt aber. Na, also irgendwas funktioniert hier nicht. Jetzt klappt es. So, jetzt muss ich da wieder hin. Ich sehe gerade nichts. Das ist nicht so gut. So, ich muss immer beobachten. Jetzt irgendwann fängt er an zu schnuppern. Jetzt schnuppert er. Jetzt lasse ich den wieder los. Jetzt gehe ich wieder weg. Und man kann so sehen, er hat über seinem Kopf hat er so einen, ja, so einen Marker, genau. Und der geht jetzt rauf. Ja, der ist jetzt fast schon auf 100%. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt werde ich gekillt. Okay. So, und jetzt ist nämlich das Schöne, jetzt habe ich hier die Schlafsäcke. Dann kann ich mich hier am Schlafsack einmal wieder zurück. Sehr schön praktisch gemacht. Nee, ich wollte hier da rein. Jetzt habe ich hier noch einen Triceratops. Oh, jetzt habe ich natürlich kein Schwert mehr da. Dann muss ich hier so eine Hacke nehmen. Das geht auch. Weil ich muss ja jetzt wieder. Genau. So, nochmal das gleiche eben. Das heißt, der Triceratops raus. Dann muss ich den irgendwie killen. Das machen wir jetzt mit der Hacke. Dauert ein bisschen länger als mit dem Schwert. Hoffe ich, dass ich den jetzt ziehen kann. Körper ziehen. Geht natürlich wieder nicht. Okay, nochmal. Körper ziehen. Oh, irgendwie ist da der Wurm drin. Jetzt geht's. So, dann muss ich also wieder da runter zu dem hier. Ich habe den Körper hier noch gezogen. Jawohl. Ja, der hat schon irgendwas anderes am Wickel. So, man sieht jetzt, der Balken ist ein bisschen runtergegangen. So, jetzt riecht er wieder. Jetzt muss ich wieder schnell laufen. Schnell weg hier. Wo ist er? Irgendwo hier am Hügel. Genau, jetzt hat er meinen Triceratops gesehen. Hat er ihn gesehen? Nee, nicht. Okay. Okay, der hat gerade was anderes zu tun. Dann nochmal Körper ziehen. So, nochmal in die Richtung. Man sieht, dieser Balken, der geht jetzt wieder auf die Hälfte runter. Jetzt hat er wieder geschnuppert. Jetzt kann ich wieder wegrennen. Und warten, bis er meinen Triceratops aufgefressen hat. Geht das? Hat er noch nicht gesehen? Nee. Ah, das klappt noch nicht so. Muss ich also nochmal wieder Körper ziehen. Wieder runter. So, der läuft ganz schön durch die Gegend hier. Na, und? Hat er ihn? Er schnuppert, er schnuppert, er schnuppert. Ja, wenn er schnuppert und dann hierher kommt, dann kann ich jetzt weg? Kann ich jetzt weg? Ganz schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja. Na, jetzt hat er das gefressen. Wunderbar. So, jetzt kann ich mein Zeug wieder holen. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, er hat immer noch den
Spalten nicht voll. Der reduziert sich immer relativ schnell. Das heißt, jetzt brauche ich noch den vierten Triceratops. Wie gut, dass ich vier mitgenommen habe. So, dann nehmen wir den nochmal mit. Jetzt nochmal runter. Wo ist er? Da ist er. Oh, scheiße. Der kommt jetzt relativ nah. Okay. Jetzt hoffentlich klappt das mit dem Ziehen hier. Körper ziehen, jawohl, das geht. So, wieder in die Richtung. Er schnuppert wieder. Er schnuppert. Ja, er schnuppert. Jetzt kann ich ihn loslassen und renne wieder weg. Möglichst nicht zu meinem Dino rennen, sonst wird er auch gleich aufgefressen. So. So, wenn er jetzt den Triceratops gefressen hat. Jawohl, jetzt frisst er den. Jetzt ist der Balken vorne grün. Und jetzt ist er mein Freund. Guck mal, hier. Komm mal her. Komm mal her. Ich kann ihn reiten. Guck mal, hier. Toll. So, und jetzt kommt es darauf an. Jetzt muss ich hier ganz viele Dinos killen. Zum Beispiel den hier. Unten sieht man jetzt so einen kleinen Zähler, wo man sieht, wie viele Dinos gekillt wurden. Und wenn dieser Balken dann zu weit runter geht, dann wirft er mich wieder ab. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich ganz viele Dinos erwische hier. Na, ich hätte erst den Triceratops hier nehmen sollen. Komm, nehmen wir mal den hier zuerst, der ist leichter. Genau, jetzt sehen wir, jetzt haben wir wieder einen auf, da ist unten so ein Zähler, der ist jetzt momentan auf 5. Und zwar kommt es wirklich darauf an, nur wie viele Dinos ich kille, also egal wie groß die sind, geht wirklich nur um die Anzahl. Also der große Bronto, der hat jetzt auch nicht so viel gebracht, aber das geht jetzt. Jetzt haben wir da eine 7 stehen. Und jetzt muss ich eigentlich nur gucken, dass ich schnell genug irgendwo bin, wo noch mehr Dinos sind. Und das ist jetzt das Problem. Der ist jetzt relativ langsam unterwegs. Wenn ich jetzt nichts finde, dann wirft er mich gleich ab. Da ist nichts. Hatte ich da oben. Hier sind noch. Da, guck mal, das sind Schafe. Hey, super, komm. Schnell Schafe, bevor der runtergeht. Jetzt haben wir wieder auf 8, jetzt haben wir auf 9, 10. Na komm. Also je mehr er killt, desto besser kann ich das hier hinkriegen. Jetzt bin ich bei 90%. Und jetzt muss ich mal hier runter. Gucken wir mal. Und das ist eigentlich das größte Problem, dass man jetzt genügend... Ja, hier sind noch Triceratops. Ah, hier sind noch Alos. Alosaurus. Komm, kriegst du doch. Jawohl, jetzt killen wir noch Alosaurus. 98%. So, und jetzt habe ich ihn gezähmt. Und jetzt wird mich gleich ein Alosaurus fressen wahrscheinlich. Wo ist er? Da. Ah, die sind noch am Kämpfen hier. Das ist ja wunderbar. So, und jetzt haben wir einen Garcharodontosaurus gezähmt. Und ich hoffe, der kriegt den Alosaurus noch tot, bevor er mich entdeckt. Ich habe jetzt keinen Sattel dabei. So, aber der folgt mir jetzt. Und ich kann, ich habe ja hier Kryokapseln, da wo meine Triceratopse drin waren. Dann packe ich den einmal ein. Jetzt haben wir einen schönen Carcharodontosaurus. So einfach geht das. Und jetzt kann ich zu meinem Mann laufen und kann wieder nach Hause. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert auch gerne den Kanal. Dann gibt es noch mehr schöne Sachen hier von Ark.